Herzlich willkommen zur nächsten Mario und Luigi Dream Team Brawls Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Soevo und wir sollten ja hier schon mal vorgehen, hat die Prinzessin Peach uns vorgeschlagen. Und das machen wir dann auch. Und wer bist du dann? Moment, jenseits dieses Punktes sind doch alle Wege zerstört. Wie um alles? Wo kommen Sie denn jetzt bitte her? Jaho! So könnte es sich hier etwa um das handeln, was ich denke. Um jenes Geheimnis, das die Leute in diesem Schloss vermuten? Um den Schatz? Niemand hat ihn je auch nur gerochen. Wie haben sie ihn gefunden und wo? Fantastisch, absolut verrückt. Dann sollten sie wahrscheinlich direkt weitergehen. Vor ihnen liegt unser Sammlungssaal. Einfach der perfekte Ort, um einen Schatz zu präsentieren, wenn sie verstehen, was ich meine. Gehen sie einfach weiter geradeaus, dann können sie ihn nicht verfehlen. Allerdings könnten sie auf dem Weg ein oder zwei Monstern begegnen. Ich hoffe, das macht ihnen nichts aus. Natürlich nicht. Gehen wir weiter. Sind wir hier? Oh, ein Pilz. Sehr gut. Gucken wir doch mal. Oh, hier ist ein Gegner. Gleich mal angreifen. Drei Stück. Uiuiui. Das sind ganz schön viele Kollegen. Zack und zack. Wow, machen wir Schaden. Mittlerweile. Richtig krass. Ausweichen. Und zack. Du bist tot. Perfekt. Kann Luigi den letzten töten. 7 und 5. Perfekt. Geht doch. Ohne Schäden 1 bestanden. Das war eine Bonusaufgabe. Alles klar. Noch ein bisschen Münzen. Ein paar EP. Zack. Nächster Gegner. Zack. Nächster Tod. Oh, kriegen wir da was? Kriegen wir dann einen Pilz? Zack. Zack. Haben wir wieder einen Kampf bestanden. Ohne Schaden zu bekommen. Diesmal haben wir nichts bekommen. Schade, schade. So, hier runter. Oh, wer bist du? Oh, Luigi. Luigi rennt dumm gegen den, während ich auf ihn drauf rutschen will. Mann, oh Mann. Naja. Zack. So, dass sie sterben mit 8, das ist sehr gut. Nächster Kampf ohne Schaden. Ich habe gar kein Problem hier. So, hier rum. Sind wir hier, gibt es einen Speicherpunkt, den brauchen wir aber gar nicht. So, was geht hier ab? Das ist wahrscheinlich dieser Versammlungssaal. So viel altes Zeug auf so engem Raum. Was ist das hier für ein Ort? Sehr gut gemacht. Sie bringen uns den Schatz aus den Tiefen des Schlosses. Ja, unglaublich, wirklich, danke. Und sie liefern ihn uns direkt in den Sammlungssaal. Hier in dieser Halle sammeln wir die Artefakte, die bisher auf der Insel ausgegraben wurden. Das nennen die hier ihren Sammlungssaal. Das ist doch bloß Trödel. Trödel? Nein, da irren sie. Im Gegenteil, die Stücke in diesem Raum sind enorm kostbar. Sie alle stammen aus der Zeit des Kissenkönigreichs. Oh ja, glauben Sie mir. Nur große Schätze, ja, und kein Blunder, nein. Und ich verspreche, der Schatz, den sie gefunden haben, wird in diesem Raum einen Ehrenplatz erhalten. Oh ja. Moment, Mario und Luigi haben ihn gefunden, schon vergessen? Dann gehört er also ihnen, oder? Hey Luigi, beruhig dich mal ein wenig. Mario? Mario? Oh, ein Bett. Was ist das? Ein antikes Bett? Sollten Sie Müdigkeit spüren, können Sie auf diesem Bett ein wenig rasten. Okay, Luigi natürlich. Okay, Luigi. Natürlich mit dem Kissen, ist logisch. Oh je, jetzt geht's los. Oh, 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 Herr Luigi. Dieses Ding da unter Ihrem Kopf. Das Muster ist exquisit. Das könnte aus dem Kissenkönigreich sein. Ist es vielleicht das Kissen, auf dem der Prinz sein Haupt zur Ruhe legte? Das interessiert ihn schon immer. Das ist unglaublich. Dieser Mann schläft ihn nur ein und nutzt den Schatz als sein Kissen.
Dieser Luigi ist absolut ungewöhnlich, ein Mann von wahrer Konsequenz. Nun denn. Meine Damen, meine Klempner, erfreuen Sie Ihre Augen an den Schätzen in diesem Raum. Okay. Können wir jetzt hier machen? Hier können wir was machen. Die Penne-Henne, Hüter der Insel, dieser legendäre Vogel wurde von den Bewohnern des Kissenkönigreichs als gottgleich verehrt. Ihrem Glauben zufolge behütete die Penne-Henne die Insel vor Krankheiten, Missernte und jeder Art von bösem Schicksal. Statuen dieser mystischen Vogels finden sich überall auf dieser Insel. Ihre Allgegenwart ist Ausdruck der tiefen Spiritualität, die den Alltag der Kiste prägte. Okay, der Kram. Andere fällt mir dazu nicht ein. Kiso-Teller. Diese Teller wurden bei den Arbeiten zu einem der Bauprojekte auf der Insel ausgegraben. Wir nehmen an, dass die Kissenteller, wie diese im Alltag beim Verzehr ihrer Speisen verwendeten, werden antike Relikte auf einer Baustelle gefunden, so ruhen dort die Arbeiten, um eine Erforschung der Fundstelle möglich zu machen. Aufgrund dieser Tatsache verzögert sich die Eröffnung dieser einiger Areale der Insel immer wieder. Dafür bitten wir um Verständnis. Okay. Das sehen wir eigentlich gar nicht so genau. Dann gucken wir mal bei dem Bett noch. Das Prinzenbett. Dieses Bett hatte seinen Platz im Schlafgemach des Prinzen. Zu beachten sind die soliden Konstruktionen und die edlen Verzierungen im Rahmen. Die feine und behutsame Bearbeitung des Rahmens erfreut Auge und Geist des Betrachters gleichermaßen. Okay. Können wir nichts machen da irgendwie. Können wir sonst noch hier abhauen oder so? Abhauen sollen wir wahrscheinlich nicht. Oder kommen die Toads? Ah, faszinierend. Das sind also alle Schätze aus der Zeit des Kissenkönigreichs. Oh, das hier ist wohl dieser Sammlungsraum. Oh, Peach kommt auch. Hier gibt es ja wirklich viele faszinierende Artefakte. Hey, Moment. Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Naja, direkt aus dem Erdgeschoss halt über die Treppe. Ganz einfach eigentlich, muss man wirklich kein Genie für sein. Genau, ich hatte das Vergnügen, ihre Mitreisenden hierher zu führen. Und? Meine liebe Prinzessin, ich bin so froh, euch wohlbehalten hier zu sehen. Unglaublich. Wie kann der Kerl nur so ruhig bleiben, auch allem was... Boah, ihr habt Peach ernsthaft in Gefahr gebracht. Ich bitte Sie, Madame. Was? Grandler-Stern? Entspannen Sie sich ganz ruhig. Es war doch nur ein winziges Versehen, eine Fehlfunktion der Maschine und nebenbei konnten Sie noch einen netten kleinen Schatz finden, oder? Mario! Ich glaube, irgendetwas stimmt nicht mit Luigi. Hui. Aber was ist denn das da? Es will mir scheinen, als käme es direkt aus Luigis Kopf. Da brat mir doch einen Pilz. Ist das vielleicht sogar ein Tor zu Luigis Träumen? Unmöglich. Nein, ganz abwegig wäre das nicht. In der Zeit des Kissenkönigreichs soll es einigen Auserwählten möglich gewesen sein, die Träume anderer zu betreten. Aber warum sollte gerade Luigi? Vielleicht ist es ja gar nicht Luigi, vielleicht ist es ja der Fels unter seinem Kopf. Glaubt ihr nicht auch, dass der etwas damit zu tun haben könnte? Meine Treu, das wäre möglich. Vielleicht hat dieser Stein ja wirklich die Kraft, Luigis Träume für unsere Augen sichtbar zu machen. Dabei fällt mir ein, wo ist eigentlich dieser Dr. Schlummelmeer? Der ist doch der Verwalter dieser Insel, oder? Wenn irgendwer weiß, was das zu bedeuten hat, dann doch wohl er, oder? In der Tat, und es ist auch ziemlich ungewöhnlich, dass wir ihn bis jetzt noch nicht treffen konnten. Man hat uns mitgeteilt, er regelt zurzeit wichtige Angelegenheiten im Ausland. Trotzdem muss ich fragen, wann kommt der Mann denn nun hierher zurück? Oh weh, das nun eigentlich hätte ich diese Angelegenheit lieber nicht angesprochen. Tatsächlich können wir gar nicht genau sagen, wann er wieder bei uns sein wird. Sie verstehen? Wirklich? Wir wissen es nicht. Wie bitte? Aber... Normalerweise dauern diese PR-Reisen ins Ausland immer nur wenige Tage. Vermutlich wird der Doktor also bald wieder auf der Insel weilen. Ah, Prinzessin. Geht besser nicht zu nah ran, könnte gefährlich sein. Aber etwas oder jemand ruft mich. Prinzessin Peach, geht da weg. Ich kann nicht bewegen. Okay. Ich. Prinzessin. Todwurf, bleib hier. Dieses Ding wird dich auch verschlucken. Die Prinzessin. Mario. Was war sonst? Mario springt natürlich rein. Meine liebe Prinzessin. Ganz ruhig, Mario.
wird sie ganz bestimmt zurückbringen. Aber wie kann Luigi nur bei so etwas ruhig weiterschlafen? So, was geht denn jetzt hier ab? Jetzt kommen wir wohl in die Traumwelt von Luigi. Hilfe! Okay. Da ist sie wohl da reingezogen und muss jetzt hier also schwimmen. Ach du Scheiße. Ob man hier irgendwas finden kann, noch neben dem Kram. Okay. Schwimmen halt mit Mario hier durch das Ding. Dieser Ort trennt die Realität vom Traum. Okay. Geht hier ab. Du betrittst jetzt die Traumwelt. Hilfe, zu Hilfe. Als ob es irgendwas zu finden gibt, so. Na, sieht nicht so aus. Gehen wir mal rein da. Okay. Jahu. Okay. Mario. Da schreit sie mal wieder. Okay. Was wir jetzt hier machen? Springen, springen, springen und hinterher. Haben keine Wahl. Hilf mir, Mario. Oh, jetzt können wir speichern. Dann machen wir das da auch. Speichern. Und dann machen wir das Schlummerreich in der nächsten Episode. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.